So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 8. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir wieder einen Blick uns auf die Märkte gönnen. Ausblick auf die Non-Farm Payrolls heute, potenziell volatiler Wochenschluss eventuell. Die Bullen sind wieder back in control, könnte man sagen. Haben wieder das Ruder an sich gerissen und haben nach dem kurzen Flash im DAX unter die 15.000er Marke nicht nur die 15.000er Marke zurückerobert, sondern sind jetzt potenziell eventuell auch auf dem Weg zurück in Richtung der 15.300er Region, beziehungsweise darüber in Richtung dann der 15.450, 500er Region. Das nicht zwangsläufig heute, aber eventuell dann in der kommenden Handelswoche. S&P gestern mit einem Schluss oberhalb des Vorwochenschlusskurses. Also das war der Bereich 4.375. Erinnert euch vielleicht, das hatten wir schon am Montag zum Thema gemacht, dieses Level. Und der Tagesschluss oberhalb ist da ebenfalls ein entsprechend positives Signal, was jetzt dieses Szenario möglich werden lässt, was wir schon mal hier skizziert hatten, wonach wir in die Earnings Season hinein entsprechend eben einen bullischen Drive zu sehen bekommen vielleicht und es dann zu einem Buy the Rumors, Sell the News eventuell kommen könnte und dieser Pull-in dann, also dieser Rücksetzer, der da vielleicht dann nochmal auf die entsprechenden Quartalsberichte der besonders Big Tech Names eben zu erwarten wäre, dass dieser dann eben die letzte Einstiegsmöglichkeit, der letzte Halt vor der Jahresendrallye im Grunde genommen wäre. Also das, was uns im Bereich der Equities eben interessiert natürlich. Wir werden einen Blick werfen auf Gold, auf Silber. A Break im Falle von Silber. Wir hatten vorgestern ja den Trade hier entsprechend thematisiert, den ich dort abgesetzt hatte. Und bis dato entwickelt er sich unspektakulär, ehrlich gesagt. Ich warte immer noch darauf, dass der Break der 22,80 stattfindet. Gestern ist dieser Bereich hat nicht geknackt werden können. Einer der Hauptgründe dafür mit Sicherheit auch die weitere Performance hier 10-jähriger Zinsen. Die sind weiter auf dem Vormarsch tatsächlich und haben hier dazu jetzt auch sicherlich beigetragen, dass eben der US-Dollar entsprechend auch gegenüber dem Euro zum Beispiel weiter bullisches Momentum eben sieht. Die Frage der Fragen ist jetzt, haben wir dann heute mit den Non-Farm Payrolls eventuell den Trigger, der dann einen kurzzeitigen Dip in 10-jährigen Zinsen nach sich zieht oder auf den Weg bringt? Falls ja, könnte das der Wegbereiter eben für den Break höher eben tatsächlich sein. Wie gesagt, solange wir oberhalb von 22 im Falle von Silber eben uns konsolidieren können, ist das immer noch ein grundsätzlich positives Umfeld. Und ja, soweit eigentlich dann alles im Hinblick auf das, was uns jetzt in den folgenden Minuten hier dann noch mit Charts unterlegt werden wird. Bevor wir ganz offiziell starten, natürlich hier der Blick einmal auf den Risikohinweis markets.com/de. Da findet ihr den vollständigen Risikohinweis. Hier zunächst der erste Absatz: Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, der mit dem Risiko einhergeht, schnell Geld zu verlieren, ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich die Frage, wie schaut das erstmal aus und dann, ob der Handel sich eben entsprechend eignet. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, ja, Handel eignen sich für mich, dann kann man sich auf der Webseite markets.com/de entsprechend eine kostenlose Demo runterladen und dann entsprechend eben in der MarketsX-Handelsplattform, wie wir gleich hier noch zeigen werden, seine ersten Schritte machen. Wenn man dann in diesem Zusammenhang feststellt, gut, jetzt können wir den nächsten Schritt gehen und entsprechend mit dem Live-Handel beginnen, dann wäre das der folgerichtige Schritt. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, auf der Webseite markets.com/de, dort auch alle Informationen rund um die darüber hinausgehende Produktpalette von Markets. Im Falle von jetzt nicht nur Aktien, CFDs und nicht Aktien, CFDs, sondern CFDs und Devisen, auch physischer Aktienhandel beispielsweise oder ETFs als Investlösung verfügbar, klassisches sogenanntes Multi-Asset Brokerage. Alle Informationen hier daneben auch per Mail gerne über Elena zu erfragen. Mich könnt ihr jederzeit gerne kontaktieren, wenn es um Fragen geht rund um die Märkte. Stellt eure Fragen gerne unterhalb dieses Videos. Wenn ihr euch das Recording jetzt hier auf YouTube anschaut, beziehungsweise lasst gerne dann in dem Zusammenhang auch einen Daumen oben hier, beziehungsweise abonniert den YouTube-Kanal. Ergänzend dazu Fragen gerne bei mir auch im Forum, jk-trading.com/forum oder über Twitter oder per Mail, jklatt@jk-trading.com. Also da gibt es diverse Möglichkeiten eben zusammenzufinden. Wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX-Handelsplattform, schauen uns oder blicken jetzt zunächst einmal auf die relativ unspektakuläre Eröffnung in diesem Zusammenhang hier, die der DAX uns eben präsentiert. Ich will mal eben hier im Hintergrund schauen, ob alles auch ganz besonders bei Twitch sauber gestreamt wird. Die haben gestern ja die Stream Keys infolge eines Data Lecks oder wie auch immer das da genannt wurde, Leaks eben entsprechend zurückgesetzt. Und zack, ich klicke da mal hier drauf. Ja, sehr schön, läuft alles. Also, ich war mir nicht so ganz sicher, ob der jetzt hier in irgendeiner Form eben eine Veränderung bedarf, aber das war nicht notwendig. Sehr schön. Ja, nunmehr, wie gesagt, blicken wir auf den DAX in dieser Konstellation nochmal. Das ist ein relativ unspektakuläres Treiben bis hierhin.
Was ich als sehr positiv erachte, ist, dass wir uns in diesem Bereich um 15.200 beziehungsweise oberhalb von 15.180, 15.200 Punkten derzeit halten können. Das ist für heute eine potenzielle sogenannte Inflection, die ich zeichne das mal ganz kurz hier ein. Das war vielleicht gar nicht so wirklich klar, wie ich darauf komme. Auf diesem Bereich, mach das mal hier blau, geh mal ganz kurz, zack, in dieser Konstellation einmal hier rüber ins Forum, da kann man es nämlich sehen. Da habe ich geschrieben, das kann man auch genau denselben Post, den habe ich hier auch bei Twitter beispielsweise abgesetzt, da kann man lesen, DAX Open Range 216, 258, Intraday Vorteil unterhalb, also wir handeln ja derzeit unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis, immer noch. Zunächst Short, Fokus jetzt aktuell auf der 15.180.200er Region. Und diese Region, die ich hier herausgestellt habe, wo man sich vielleicht die Frage gestellt hat, wie komme ich denn da drauf, die spielt halt für den heutigen Tag ausgehend von diesem Umstand hier eine Rolle, weil das nämlich ein ehemaliger Bereich um diese Hochs ist, die hier am, ich muss mal kurz schauen, ich glaube, das war Dienstag. Genau, Dienstag ungefähr, ausgebildet worden war, gegen die wir dann auch entsprechend überrollten und dann eben diesen Flush unter die 15.000er Marke eben initiiert haben. Und das ist eine ehemalige Widerstandsregion, die jetzt eben dann zu einer neuen Unterstützung wird, nachdem wir sie gestern haben zurückerobern können. Und so kam ich eben entsprechend darauf. Wie gesagt, Inflection einfach als grobe Orientierung aus der technischen Perspektive, wo wir einfach sagen, wenn wir drunter droppen, also das heißt, wenn wir jetzt weiter bärisches Momentum aufgenommen hätten, dann wäre es so gewesen, dass ein Test der 15.000er Region nochmal ein Thema würde. Das bleibt natürlich auch der Fall. Sollten wir jetzt, wir handeln ja nur marginal drüber, sollten wir jetzt noch eine Folgestunden unter dieses Niveau droppen, beispielsweise durch dann auch entsprechende schwache Vorgaben seitens der US-Märkte, dann wäre eben ein Lauf in Richtung der 15.000er Region denkbar. Sollten wir uns oberhalb stabilisieren können und dann auch in diesem Zusammenhang sollten wir den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zurückerobern können, der den Intraday-Vorteil eben entsprechend auf die Long-Seite switcht, dann ist nochmal ein Lauf mindestens Richtung 15.300 denkbar. Bei Tagesschluss oder beziehungsweise dann sogar Wochenschluss, da heute ja Freitag ist, oberhalb würde ich sogar in dieser Konstellation sehen, dass wir dann den Wegbereiter hier in Richtung der 15.450, 15.500er Region auf der Oberseite eben sehen würden und dann eben entsprechend weiter bullische Vorgaben hier zu erwarten wären. Also, das heißt, dieser Bereich, um den wir jetzt hier gerade eben entsprechend pendeln, das ist ein Schlüsselbereich, Intraday. Das ist auch mit übrigens einer der Gründe, weswegen ich zum Beispiel im Hinblick auf Short-Engagements heute früh diskretionär interveniert hätte. Also, das Basis-Setup hier, welches ihr euch ja via PDF zum Beispiel über meine Webseite runterladen könnt. Ich kann das mal ganz kurz hier zeigen. Einen Moment. So. jk-trading.com, also das ist die Hauptseite. Ich gehe jetzt auch ganz bewusst auf die Hauptseite, weil das ist mir noch ein zweiter Aspekt, den ich hier zum Thema machen wollte. Heute ist ein neuer Blogartikel eingelaufen. Und zwar innerhalb dieser Serie, was zeichnet erfolgreiche Trader aus? Ich stelle das mal ganz kurz hier rein, schreibt nur ganz kurz im Chat Blog davor. Link finden diejenigen, welchen, die sich eben die Aufzeichnung anschauen, dann unterhalb des Videos. Und das bezieht ganz besonders eben auf die Frage ab, warum sollte ich eigentlich meine Setups in einer Community, Training Community eben teilen? Warum? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Warum mache ich das zum Beispiel? Ich glaube, das ist vielleicht mal ganz interessant, weil die Frage auch aufkam. Auch gestern zum Beispiel innerhalb des Tutorials, da kam so ein bisschen die Frage auf. Ich habe das so zwischen den Zeilen gelesen in Bezug auf das Tutorial, was gestern einlief bei mir im Kanal. Da war dann zum Beispiel so ja, ich habe es zwischen den Zeilen gelesen, sagen wir es mal so. Da war so dieser Aspekt, naja, für wen ist das eigentlich? Ist es für Anfänger? Ist es für Fortgeschrittene? Es ist definitiv nicht für Anfänger gewesen. Also, das hätte ich vielleicht ganz explizit so rausschreiben sollen. Es ist eher für den fortgeschrittenen Trader, aber tatsächlich ist es an erster Stelle tatsächlich purer, reiner Eigennutz. Das ist bei den meisten Tutorials, die ich eben tatsächlich erstelle. Ich freue mich unglaublich, wenn jemand einen Mehrwert aus denen für sich ziehen kann. Aber wenn ich solch ein Tutorial bei mir einlaufen lasse, da es erstelle, mir die Zeit nehme, den Trade, den ich gemacht habe, so detailliert nachbetrachte und dergleichen, dann ist es so, dass das eben eine für mich notwendige Nachbetrachtung ist, um als Trader wachsen zu können. Das ist auch mit einer der Gründe, weswegen ich mich halt unglaublich gerne austausche, sei es jetzt eben bei mir auf der Website, im Forum oder in der Discord-Community beispielsweise oder auch über Twitter und auch sehr gerne Fragen beantworte in diesem Zusammenhang. Das hat einfach damit zu tun, weil es einfach mich besser werden lässt. Es lässt nochmal mich bewusst hier mich hinterfragen, ob diese Gedanken, so wie ich sie dargestellt habe, Sinn machen, beziehungsweise lässt nochmal im übertragenen Sinne meine Gedanken ordnen. Und das kann ein unglaublich mächtiges Tool in auch deinem Trading sein. Also das heißt, du schaust dir das an, sagst, naja, eigentlich will ich mich nicht so wirklich austauschen.
Unterschätze nicht die Fähigkeiten, die du hier entwickeln kannst infolge eines Austauschs mit Gleichgesinnten und den Fragen, die dann entsprechend eben dort auch aufkommen. Beziehungsweise auch der Möglichkeit zum Beispiel selber kleine Videotutorials einzuspielen und dergleichen. Natürlich freut man sich, wenn so ein Tutorial eben eine entsprechende Reichweite hat und viele Klicks eben generiert und wie gesagt auch ganz besonders, wenn der Mehrwert dann auch für andere daraus resultiert. Aber an erster Stelle ist es wirklich so, dass man besonders bei solch einer Profession wie Trading eben, bei der man größtenteils alleine vorm Rechner sitzt, eben ganz aktiv Wege finden sollte, ausgehend von welchen man dann eben Möglichkeiten freilegt, um wachsen zu können. Da kommt keiner zu einem und sagt, ich nehme dich jetzt mal an die Hand, sondern das muss man von sich aus eben auf den Weg nehmen. Und das kommt wieder dann, da sehen wir dann auch entsprechend eben die Wichtigkeit, sich selber kennenzulernen, beziehungsweise zu kennen, zu wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo habe ich eben Potenzial, eben hier Outperformance zu generieren, wo habe ich einen Vorteil, wo habe ich Schwächen, die ich dann beginnen kann auszumerzen und mich kontinuierlich eben weiterzuentwickeln. Und dieses Bewusstsein, um das zu wissen, was für einen gut funktioniert. Für mich, wie gesagt, ist es eben so, Teilen meines Gameplans in der Discord-Community beispielsweise oder im Forum oder auch hier im Morning-Meeting, das ist genau das Gleiche. Der ein oder andere sagt dann vielleicht so, Mann, manchmal redet der und ist mute für den einen oder anderen unstrukturiert an oder dergleichen. Es ist halt meine Art, mich für den Handelstag vorzubereiten, der für mich mit Ausblick auf die US-Märkte am Nachmittag eben tatsächlich beginnt. Das hat sich mit den Jahren einfach schlichtweg so etabliert. Und das funktioniert für mich unglaublich gut. Und wie gesagt, wenn andere davon profitieren können, umso besser. Ich bin unglaublich gerne auch bereit, Feedback diesbezüglich anzunehmen, um dann auch Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Aber das Wichtige ist in dem Zusammenhang, es sollte eben konstruktiv sein. Deswegen stehe ich auch so drauf, dass der Austausch in sozialen Netzwerken, Communities und dergleichen eben konstruktiv eben stattfindet. Das heißt, nicht Kritik der Kritik willen geäußert wird, sondern Kritik, um dann auch wirklich eine tiefliegende Frage oder einen Hinweis zu liefern, um sich eben ausgehend davon besser weiterentwickeln zu können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also das ist der Hauptkern dieses Blogartikels. Wie gesagt, schaut mal auf der Webseite vorbei, jk-training.com. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was war der eigentliche Grund, warum wir hier hingegangen sind? Jetzt muss ich wirklich überlegen, was war denn der Grund? Forum? Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Und helfe mir mal bitte ganz kurz. Was war der Grund, warum wir jetzt auf die Webseite gegangen sind? Warum wollte ich hier, was wollte ich zeigen? Es war nicht der Blogartikel, den wollte ich nicht zeigen, sondern ich wollte. So wichtig kann es dann nicht gewesen sein, wenn ich es jetzt vergessen habe. Ach so, PDF. Jetzt weiß ich es wieder. PDF ist das Thema. Klickt ihr einfach hier oben beispielsweise. Es gibt auch über den Marktanalysen-Tab, könnt ihr euch aussuchen. Ja, dem vielleicht, da ist es sogar gleich aufgeführt. Da muss man nicht scrollen tatsächlich. Also, das ist der Bereich hier, die Marktanalysen. Ja, da läuft auch das Morning Meeting zum Beispiel ein. Und dann habt ihr hier eben die Möglichkeit, einfach diese Bootcamp-Strategie zu erhalten. Das war die Basisstrategie. Genau, jetzt habe ich den Gedanken wieder. Das ist der Faden. Also, es ist die Basisstrategie, was dem zugrunde liegt. Und dann ist es so, dass ich jetzt eben eine diskretionäre Intervention auf den Weg bringe. Also, das Basis-Setup sagt an der Stelle relativ straight away: Das sagt an dieser Stelle, kaufe den Break auf der Oberseite bzw. auf der Unterseite. Abhängig davon, wo wir in Relation des 5-Minuten-DAXes eben tatsächlich schließen. In dem Fall, ich weiß gar nicht, müsste jetzt mal tatsächlich schon, vielleicht wäre der Trade sogar ausgestoppt gewesen. An der Stelle, so genau habe ich mir das gar nicht angeschaut. Aber auf jeden Fall, wenn es ein Short-Setup geworden wäre, dann wäre die Basisstrategie dennoch natürlich einfach mit Break auf neue Tiefs, beziehungsweise vorherigen Schlusskurs unterhalb des EMA 50 entsprechend eben Short gewesen. So. Und dann stelle ich mir aber dennoch jetzt natürlich die Frage, wie viel Potenzial habe ich denn an dieser Stelle? Und wenn ich dann eine derart wichtige, in Anführungsstrichen, Unterstützungsregion um 15.180, 200 ausmache, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir eben straight away, besonders auch vor dem Hintergrund der jüngsten Price Action, die wir hier gesehen haben, mit diesem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal, in der Stelle weiteren bullischen Momentum, der bullischen Vorgaben seitens der US-Märkte, dass wir eben dann hier eine sehr tiefe Korrekturbewegung, ähnlich vielleicht dieses Flushouts, den wir dort am Mittwoch zu sehen bekommen haben, eben in dem Fall unter die 15.000er-Marke, dass wir innerhalb dieser bärischen Struktur dann auch weiteres bärisches Momentum mit Unterschreiten dieses Key-Levels um 15.000 erwarten können. Das ist eben jetzt hier nicht mehr gegeben. Und das bedeutet dann etwas anders formuliert, dass ich hier mir zweimal überlegen werde, ob ich eben diesen Trade aggressiv short trade oder aber, ob ich auf ein entsprechendes Feedback, also natürlich kann ich den Trade short absetzen. Denn ich weiß natürlich nicht, ob nicht eventuell doch der Break erfolgt. Sollte er erfolgen, dann wäre das ein ziemlich vielversprechendes Short-Setup an der Stelle, ausgehend von diesem Basis-Setup. Aber dennoch ist es so, dann habe ich den Trade und sehe, er kommt ein kurzer Spike
Und dann wären wir sofort zurückgekauft über die 15.200er Marke. Das ist eventuell ein Signal zu sagen, das sieht nicht danach aus, als wenn wir uns hier jetzt weiter bärisch präsentieren. Normalerweise ist das im DAX besonders zu erkennen. Das ist eine relativ zügige, dynamische Bewegung. Also anders formuliert, der Trade läuft sofort ab dem ersten Moment, sobald der Trade getriggert wird. Und wenn wir dann hier so ein hakeliges Hin und Her zu sehen bekommen und kein Follow-through stattfindet, innerhalb dann auch in dem Fall der nächsten spätestens 15 Minuten, dann nimmst du den Trade einfach raus, weil du nicht davon ausgehst, dass der sich eben hier vielversprechend entwickelt. Was aber nicht das Basis-Setup abbildet. Also die Basisstrategie ist einfach nur, entsprechend zu sagen, ich trade den Breakout, sei es auf der Ober- oder auf der Unterseite, abhängig von dem Close des EMA 50, also der Kerze in Relation zum EMA 50. Das ist eben das Setup, das ist das Signal, was generiert wird. Und wie ich den Trade dann manage, das ist wiederum basierend auf meiner Erfahrung in Bezug auf den Markt, beziehungsweise meinen persönlichen Bias, meiner Einschätzung und dergleichen. Und da wiederum gilt es dann, Möglichkeiten zu identifizieren, wie kann ich das messen, ob ich hier besser performe als die Strategie. Jetzt kann ich natürlich sagen, das mache ich, aber es kann ja durchaus sein, dass ich in Anführungsstrichen den Ansatz verschlimmbessere. Das bedeutet dann etwas anders formuliert, ich sollte auch ganz klar dokumentieren, beispielsweise innerhalb eines Excel-Files, dass ich dann aufschreibe, dass ich sage, okay, ich habe jetzt in Relation zur Strategie, zur Basisstrategie so performt, also das wäre bei der Basisstrategie rausgekommen, das ist bei mir rausgekommen. Also Basisstrategie minus ein R, ich habe plus minus 0 gehandelt. Bin ich ein R vorne, weil ich ein R besser performt habe. Basisstrategie hätte einen Verlust generiert. Dann im nächsten Schritt, Basisstrategie läuft in den Take Profit, ich nehme den Trade Break-Even raus. Läuft in den Take Profit, 2R-Basisstrategie, ich habe in der Stelle Break-Even, ist minus 2 an dieser Stelle. Und so kann ich das dann aufsummieren und sagen wir mal nach einem Monat, schaue ich einfach mal, erst einen Blick drauf geworfen auf dieses Excel-File, wo stehe ich unterm Strich, ausgehend von meiner Intervention. Ist das Ergebnis positiv? Dann mache ich weiter das, was ich gemacht habe und sehe dann, ob das nur ein reiner Zufall war in den letzten Wochen, in dem Fall 4 Wochen, oder ob ich in der Lage bin, hier wirklich eine Edge ausgehend von meinen Marktlesefähigkeiten eben zu generieren. Und wenn ich das Ergebnis, wenn das sich negativ darstellt, sollte ich das besser lassen, einzugreifen, zu intervenieren. Aber ich sollte es auf jeden Fall in irgendeiner Form messen und ausgehend eben dann von meinen Ergebnissen Rückschlüsse darauf ziehen. Und das ist dann eben dieser Prozess, den eben man durchläuft im Hinblick auf eben die Profitabilitätssteigerung im Hinblick auf das Trading generell. So, das also jetzt mal so ein bisschen so ein kleiner Trading-Exkurs. Warum, wieso, weshalb oder wie das jetzt hier derzeit einzuordnen ist. Wie gesagt, abhängig von der Inflection, die ich aus meinem Research eben identifiziert habe, 15.180, 15.200. Wie gesagt, solange wir die 15.180-200 halten können und oberhalb stabilisieren können oder gegen diesen Bereich stabilisieren, ist erstmal weiter die Long-Seite zu favorisieren und die 15.3 ist ein Thema. Fallen wir drunter, halten uns unterhalb, dann wäre in den Wochenschluss denkbar, dass wir in Richtung der 15.000er-Region verkauft werden. Also als erstes Ziel. Möglicher Treiber dafür wären natürlich zum Beispiel ziemlich dramatisch schlechte Non-Farm-Payrolls, die dann um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Die würden dahingehend eine solche Bewegung eben befeuern, weil sie nämlich ein sogenanntes stagflationäres Umfeld natürlich befeuern würden. Also sprich, die Fed, die US-Notenbank, die hat im Hinblick eben auf ihre Anleiheaufkäufe ja in Aussicht gestellt, dass sie sich ganz besonders auch nicht nur auf die aktuell anziehende Inflation, sondern gleichzeitig eben auch auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt eben fokussieren würde. Und sobald diese Entwicklung eben dann schwach ist, also der Arbeitsmarkt beginnt hier sich holprigerer zu positionieren, beziehungsweise es zu nächsten Upticks eben zum Beispiel in der Arbeitslosenquote käme, wäre das ein Signal, welches eben die Fed davon dann an der Stelle abhalten würde, ihre geldpolitischen Bemühungen, ihren Stimulus eben tatsächlich zu reduzieren. Davon ist nicht unbedingt auszugehen, weil wir haben diverse Indizien dahin, dass zum Beispiel unglaublich viele Jobs derzeit nicht nur geschaffen wurden, post eben der Lockdowns, sondern dass parallel dazu diese geschaffenen Jobs eben auch vakant sind. Also das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, eben hier Stellen zu besetzen. Zeitgleich ist natürlich das Problem, dass die Bezahlung dieser Jobs natürlich infolge auch des angestiegenen nicht nur Inflationsniveaus und der Inflationserwartung, sondern zeitgleich sicherlich auch im Hinblick auf die ja, nicht fiskalpolitischen, sondern Payment Checks, nicht, wie heißen die Dinge, die Stimulus Checks, also die Stimis, das heißt dieses Geld, was seitens der Regierung ausgegeben wurde,
um eben die entsprechenden Folgen des Lockdowns eben und den Jobverlust bzw. die Kurzarbeit und dergleichen, die auch in den USA natürlich eine Rolle spielt, eben zu kompensieren. Wenn diese Stimulus-Checks attraktiver sind oder beziehungsweise ich fürs Zuhausebleiben im übertragenen Sinne sehr plump gesprochen mehr bekomme als dafür, dass ich in den Job gehe, dann bleiben diese Jobvakanzen natürlich offen stehen. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre im Hinblick auf den DAX, wenn diese Zahlen sich schwach präsentieren, wäre ein möglicher Grund für einen bärischen Impuls, mit diesem zu rechnen. Nach den ADP-Zahlen, die wir jetzt am Mittwoch gesehen haben, ich mache das mal ganz kurz hier noch auf, dann haben wir auch mal konkrete Zahlen vor den Augen, würde ich jetzt mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit eher hoch oder höher, dass wir einen soliden Datensatz zu sehen bekommen. Labor und also hier haben wir einmal den ADP. Da sehen wir 5,68, das hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Erwartet wurden an dieser Stelle 4,28, also deutlich besser als erwartet. Vorher wurde leicht nach unten revidiert. Eventuell hat das erklärt, warum ganz besonders dann Gold und Silber eben tatsächlich einen Bounce auf der Oberseite gesehen haben, beziehungsweise initial. Ich zeige das mal ganz kurz hier, konkret 10-jährige Zinsen. So, das sind jetzt 5-Minuten-Darstellung. Und hier sieht man auch, wir sind jetzt bei 1,6 Prozent mittlerweile angekommen. Wir gehen mal zurück. Heute ist der 7. bis zum 5. Das war Mittwoch. Es war ein relativ unspektakulärer Tag eigentlich, ehrlich gesagt. Und dann haben wir hier eben, naja, haben wir einen kleinen Spike auf der Unterseite gesehen. Kleiner, minimaler Spike auf der Unterseite. Dann aber der Pop wieder zurück über die 1,5% Marke. Das war ganz interessant, weil in dieses Umfeld dennoch sich dann Gold oder Silber zum Beispiel stärker präsentiert haben. Beziehungsweise der US-Dollar, da können wir auch mal ganz kurz hier noch einen Blick drauf werfen. Den habe ich hier. Auch das in 5 Minuten Euro-US-Dollar. Wir gehen jetzt mal wirklich ganz bewusst in diesem Makrobereich. Im Makrobereich, im Mikrobereich. 5. Hat sich relativ unspektakulär dargestellt. Also hier sagen wir, es gab einen kurzen Flash auf der Unterseite Post eben dieses Releases hier 14:15 Uhr. Das war nahezu unverändert. Kurzer Pop auf der Unterseite. US-Dollar hat sich dann eher schwach präsentiert und es kam in einem Bounce im Euro-US-Dollar zurück über das 1,16er-Level. Aber in Summe, also wir machen das jetzt wirklich spektakulärer als es war. In Summe war der Datensatz eigentlich nahezu unbeachtet seitens eben der Marktteilnehmer. Und das ist wiederum etwas, was dann auch eine Idee liefert, in welche Richtung heute die Erwartungshaltung bezüglich dieser Veröffentlichung eben gehen könnte. Also selbst wenn diese Zahlen besser als erwartet reinkommen, müssen nicht zwangsläufig infolgedessen US-Zinsen querstrich der US-Dollar darauf reagieren. Das bedeutet also an dieser Stelle, selbst wenn die Zahlen besser als erwartet reinkämen, hieße das nicht, dass der DAX folgerichtig eben sich bullisch präsentiert. Beziehungsweise wenn die Zahlen auf der Kehrseite gespiegelt schwächer als erwartet reinkommen, ist nicht unbedingt zwangsläufig zu erwarten, dass wir diesen Flush-Out auf der Unterseite sehen und den Pop oder Lauf in Richtung der 15.000er-Region. Also das sollte man nicht in Stein gemeißelt sehen, aber es ist ein möglicher Trigger, der entsprechend eben in die eine oder andere Richtung veröffentlicht, eben Volatilität begünstigen könnte. Man sollte es im Hinterkopf behalten. Aktuell, wie gesagt, würde ich erstmal hauptsächlich hier auf die technischen Gegebenheiten eben schauen, dem auch die 15.180-200er-Region berücksichtigen, beziehungsweise würde im Hinblick eben auf die US-Märkte heute Nachmittag sagen, dass wir einfach mal schauen müssen, ob es jetzt gelingt hier, eventuell oberhalb dieser Level, das ist so der Bereich, ja, rund gesprochen wahrscheinlich, ich will nicht mal rund die 4.400er-Marke. Das hatte ich gestern zum Beispiel gelesen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Also nicht, dass es jetzt überrascht hätte, es war Zero Hedge, glaube ich. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Es könnte auch sein, dass es ein anderer, ich nenne es jetzt mal Permabär, ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber also Leute, die einfach kontinuierlich sehr, sehr skeptisch sich in Bezug auf beispielsweise die Equity Performance eben äußern. Auch sicherlich gerechtfertigt. Also wenn man sich dieses gesamtfundamentale Bild anschaut und die massive Manipulation, die hier seitens der Notenbanken eben stattfindet, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas. Wenn wir long sind, sind wir einfach long. Ja, da kannst du noch so viele Gründe ins Feld führen, warum der Markt eben sich irgendwie korrektiv zeigen sollte. Wir sind einfach long. Und dann sollte man eben sich nicht gegen den in Anführungsstrichen Willen des Marktes stellen, sondern einfach mit diesem Flow mitgehen. Und das, was da gestern in diesem Tweet dann relativ spät abends war, es allerdings über den Ticker lief. Also knapp kurz nach 10 offensichtlich, weil da waren die US-Märkte bzw. Wall Street geschlossen. Hieß dann, ah, der S&P hat es aber nicht geschafft, oberhalb von 4.400 Punkten zu schließen. Mal gucken, wie viele Punkte wir knapp unterhalb geschlossen haben. Es war wahrscheinlich hier marginal. Mal gucken.
Dieser Bereich ist es ungefähr, ja, ganz marginal. Das war hier, dieser Bereich. Kleiner Spike. Also wir haben relativ stark uns an eigentlich gleich straight away vom Open weg präsentiert, oberhalb der 4400er Marke und schlossen dann allerdings nahezu unverändert. Also leicht positiv. Hier war der Ausgang 15:30 Uhr, Wall Street Open. Wir haben in diesem Bereich geschlossen. Also es kam jetzt nicht zu einem sogenannten Follow-through. Wir müssen allerdings mal gucken, von wo wir hier kommen. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass wir noch am Dienstag, war es am Dienstag? Nee, Mittwoch war es. Infolge auch dieses Flushes im DAX unter die 15.000er Marke hier zum Thema machten, dass wir eventuell in Richtung dieser grün gestrichelten Unterstützungsregion um 4.200, 4.220 Punkte verkauft werden. Davon sprachen wir. Und jetzt zwischenzeitlich eben im S&P in der Spitze hier von 4.280, 150 Punkte auf der Oberseite performt sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein kleines Einknicken oder Hergeben dieser initial bullischen Aufschläge. Nicht wirklich eigentlich dramatisch, ganz zu schweigen vom Umstand, dass wir es zwischenzeitlich auch sehr deutlich geschafft haben, genau diesen Bereich hier um diese Hochs, Verzeihung, hier war es in diesem Bereich, guck mal kurz, so, ja, muss ein bisschen genauer gucken, so. Also hier, diese Region um 4.375 Punkte eben haben jetzt deutlich zurückerobern und auch halten können. Also das hat sich ja hier auch gezeigt gestern. In den im europäischen Handel kam es jetzt nicht zu irgendeinem Versuch, wieder deutlicher unter dieses Niveau zu laufen. Und dann der entsprechende Follow-through, das war ein sehr, sehr starkes Signal. Ob wir jetzt oberhalb von 4,4 schließen oder nicht, das spielt dann eigentlich wirklich nur eine untergeordnete Rolle, weil das Key-Level, das lag hier im Bereich um 4,375. Das war das Hoch der Gegenbewegung von letzter Woche Freitag. Und so, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind, solange wir oberhalb von 4,375 handeln, im S&P weiter bullish. Als Inflection, als rundes Level, ziehen wir jetzt wahrscheinlich die 4.400er Region heran. Wenn wir diese eben halten können zur Markteröffnung, dann heute Nachmittag 15:30 Uhr, sicherlich abhängig davon, in welche Richtung werden die NFPs veröffentlicht, beziehungsweise wird der Datensatz interpretiert und so weiter. Eventuell eröffnen wir schon deutlich unterhalb dieses Niveaus. Aber CRV-technisch wäre das nicht unbedingt das Schlechteste, weil selbst wenn wir ein kleines Einknicken zu sehen bekämen, wenn ich den Bereich um 4.365 bis 4.375, also diese Region um diese ehemalige Widerstandsregion offensichtlich, fände ich die durchaus interessant für Long-Engagements mit dem Ziel, dass es von dort einen Bounce gäbe, der uns zurück eben über die 4.400er Marke schiebt. Ich will auch mal ganz kurz in dem Zusammenhang einen Blick werfen auf den Spider. Das ist ja der ETF auf den S&P 500. Den hatten wir gestern zum Thema gemacht. Stichwort Gap halten. Ne? Ich will das hier nochmal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich noch ein weiterer Grund, warum ich optimistisch bin. Wir erinnern uns dran. Ich hatte gestern gesagt, warten wir mal. Also hier, das war die Vorbörse. Ne? Mal kurz gucken. Ja, so dieser Bereich ungefähr. Das war so 4.373 Pi mal Daumen. Hier war der Schlusskurs. Und ich hatte gesagt, wir sind jetzt oberhalb erstmal dieser Hochs von letzter Woche Freitag. Das war hier dieser Bereich. Und wir eröffnen mit einem Gap höher. Und wenn wir dieses Gap halten können, ist das ein sehr, sehr starkes Signal. Das hat sich ja dann auch im Intraday-Handel hier sicherlich gezeigt. Wir konnten dieses Gap eben jetzt entsprechend halten und sehen auch aus der Perspektive nochmal ein zusätzliches Signal, welches geliefert wird, dass die Long-Seite ganz klar zu favorisieren ist. Selbst wenn wir jetzt mal ein kleines Überrollen zu sehen bekommen, wir müssen uns immer vor Augen führen, aus welchen Gefilden wir eben entsprechend hier kommen. Wir kommen aus 4,27er-Gefilden, sind in der Spitze jetzt hier fast 14 Punkte, also nahezu an dieser Stelle. Wie viel Prozent sind es? Roundabout 3% gelaufen. Das innerhalb von eigentlich nur zwei, noch nicht mal zwei, anders sagen, eigentlich ein Handelstag. Also, es waren insgesamt extrem starke Vorgaben. Dass da mal ein kleiner Dip kommt, ist da jetzt kein Beinbruch. Und wie gesagt, die technischen Vorgaben bleiben aus der Perspektive weiterhin ganz klar bullisch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre in diesem Zusammenhang nicht überrascht, wenn der S&P die Woche oberhalb von 4.400 Punkten beschließt und dann in diesem Zusammenhang eben auch der DAX entsprechend eben hier gegen diesen Bereich um 15.180, 200 eher nach oben aufdreht und dann sich in Gefilde um 15.300 Punkte eben bewegt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, wir warten mal auf die NFPs, ob die überhaupt eine Auswirkung haben. Sofern sie eine Auswirkung haben, eine bärische Auswirkung, dann würden wir das entsprechend natürlich nehmen. Droppen wir in dem Fall die 15.180 und halten uns unterhalb im DAX. Dann haben wir durchaus nochmal einen Vorteil auf der Short-Seite. Das müsste allerdings dann auch Hand in Hand gehen mit entsprechenden Abschlägen im S&P. Und die, wie gesagt, sehe ich derzeit eben nicht, beziehungsweise dafür müssten wir gleichzeitig eben hier zum Drop unter die 15,2 im DAX, müssten wir den S&P unter,
Ja, 4,370, vielleicht sogar 4,350 an der Stelle eben tatsächlich sehen und entsprechend uns da unterhalb dieses Levels konsolidieren. Das wären Abschläge von hier derzeit von roundabout 1%. Ich weiß nicht, ob das derzeit ausreicht, ehrlich gesprochen, vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung, auch im Hinblick beispielsweise global makroökonomisch, dass wir da jetzt ja uns in Richtung, also nicht, dass es überraschend wäre, ich hatte das ja schon gesagt, das ist im Grunde genommen ein bisschen Rascheln, Rauschen im Walde, im Hinblick eben auf die sogenannte Debt Ceiling-Anpassung der US-Schuldenobergrenze. Das ist einfach nur ein Thema, das geht gefühlt seit Jahren, eigentlich immer wieder rauf und runter in den Medien. Und wird dann gefühlt irgendwie genutzt, um von irgendetwas anderem abzulenken, was auch immer es sein mag, aber irgendwie, die einigen sich schon. Es gibt halt, wie gesagt, Interessen, die werden jetzt eben entsprechend vorgetragen, wenn gesagt, pass auf, ihr kriegt unsere Stimme, aber dafür kriegen wir von euch dieses und jenes. Das ist eventuell auch mit einer der Gründe, weswegen hier die Vorgaben eher aus dieser Perspektive, sofern sie überhaupt dazu beigetragen haben, dass es diesen Abgabedruck gegeben hat, dass dieser sich so ein bisschen entweichen zeigt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alles in allem sind die Vorgaben eher positiv. S&P müsste unter 4,350 heute Nachmittag rutschen, damit wir hier eine deutliche Reintrübung eben zu sehen bekämen, sehe ich eher in ganz, ganz, ganz seltenen Szenarien eben tatsächlich, die man das skizzieren könnte. So, das also zum DAX, zum S&P. Kurzer Blick vielleicht noch hier auf Tilray. Also, wie erwartet, möchte man fast sagen, sehr, sehr unspektakulär. Gestern war grundsätzlich ein sehr, sehr unspektakulärer Handel tatsächlich. Also, das war alles andere als interessant, was wir hier präsentiert bekommen haben. Wir sahen, machen wir es vielleicht mal hier. Ich nehme auch mal die Linien hier raus. Also, wir sahen Daten, die wie erwartet veröffentlicht wurden, so will ich es mal sagen. Ja, also das heißt, das war weder Fisch noch Fleisch. Also alles in allem eher durchwachsen. Ich hätte gesagt, wenn wir zum Opening einen Pop zu sehen bekämen, in Richtung der 11,50, vielleicht der 11,70er Region, vielleicht der 12 rund gesprochen, dann wäre das ein Grund, gegen diese Bereiche sich short zu positionieren. Es gab tatsächlich sogar eine Eröffnung unterhalb der 11 mit entsprechendem dann auch kurzem Flush unter die vorbörslichen Tiefs. Das fällt hier gar nicht auf, also das ist nur der reine Kassehandel. Ich will es aber jetzt nicht überkomplizieren, weil es einfach nicht so spektakulär war. Ich hatte dann in der Discord-Community hatte geschrieben gehabt, dass ein Rücksetzer gegen diese Region um 10,80 roundabout vielleicht 10,90 Pi mal Daumen, eventuellen Bereich sein könnte, gegen den man sich schon positioniert. Abhängig davon natürlich, ob das Signal geliefert wird. Ich habe es tatsächlich, und das sage ich ganz offen und ehrlich, ich habe es gar nicht verfolgt, weil die Aktie mir einfach auch ausgehend von der ATR und ausgehend von dem Data Release, dem vorbörslich gehandelten Volumen, einfach durchs Raster gefallen ist. Also es war einfach, es ist kein Titel, der meine Vorgaben hier einfach für eine heiße Aktie eben erfüllt. Deswegen bin ich da gestern nur so peripher drüber gelaufen. Ich habe das Tape nicht beobachtet oder sonst dergleichen. Aber was damit gemeint war, war im Grunde genommen, dass man einfach mal schaut, sehen wir mit einem solchen Push in diese Gefilde, sehen wir in irgendeiner Form, ausgehend hier von dieser Gegenbewegung, relativ scharfe Gegenbewegung, ja, das können wir zumindest mal mit Ja beantworten in diese Gefilde. Und dann willst du sehen, dass in diesem Bereich sich einfach beispielsweise ein sogenannter Held Offer präsentiert. Also das heißt, dass da jemand gegen diesen Bereich entsprechend sich short positioniert, dass eventuell dieses Vorstoßen dazu führt, dass vielleicht der Spread ein bisschen breiter wird zum Beispiel. Also dass sich zeigt einfach diese Gegenbewegung jetzt gegen diese Tiefs, die ausgebildet worden sind, die ist nicht nachhaltig. Also da fehlt einfach ein bisschen was, dass wir dann so ein Überrollen gegen diesen Bereich bekämen. Das hätten wir mit einem relativ kleinen Risiko hätten wir das shorten können, weil wir nämlich genau wissen, sobald wir die 11 zurückerobern, möchtest du ungern weiterhin short sein, so wie sich diese Konstellation einfach dargestellt hatte. Und also lange Rede, kurzer Sinn, wir liefen über diesen Bereich rüber. Es gab gegen die 11 ein bisschen Gegenwind hier, allerdings ist der dann eben durch das Rückerobern der 11 hinfällig gewesen. Also wie gesagt, ob da jetzt ein Short sich angeboten hätte oder nicht, ich habe keinen Trade gemacht. Vielleicht hätte es einen gegeben, der wäre allerdings gestoppt worden durch eben diesen Pop zurück. Wir haben dann im Bereich um die 11,50 eben hier tatsächlich Widerstand gefunden, aber auch das, ob ich das CRV-technisch für solchen attraktiven Einstieg betrachte, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Aktie ist alles andere als attraktiv oder ist nicht annähernd mehr so attraktiv, so will ich es mal sagen, wie das, was wir eben hier im Februar gesehen haben mit dieser massiven Vola. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch dran. Wir hatten damals ausgehend von dieser Vola, auch in Tilray hatten wir ein Tutorial zum Beispiel, hatte ich das einlaufen lassen. Aber wie gesagt, das ist nicht vergleichbar aktuell. Das ist einfach ziemlich, ziemlich unattraktiv. Auch NIO hat jetzt gestern, das war die zweite Aktie, die ich da auf dem Schirm hatte. Muss mal ganz kurz gucken, habe ich die überhaupt hier drin? Hoffe ich jedenfalls. Ein bisschen höher scrollen. Nein, okay. Warte, muss ich mal ganz kurz hier NIO reinholen. So. Auch NIO
Ja, war okay. Also die Aktie, die ist, hatte jetzt gestern keine Earnings oder sonst dergleichen. Der Grund dafür, warum die Aktie bei mir auf der Agenda war, hatte damit zu tun, die hatten ein Upgrade gesehen von Goldman Sachs. Goldman Sachs hat ein Kursziel ausgegeben. Die Analysten von Goldman, die haben ein Kursziel ausgegeben um 56 Dollar. Und das hat dann in der Vorbörse bereits ein relativ hohes Volumen nach sich gezogen. Die Aktie gapte mit mehr als 5% aufwärts, hat allerdings zur Eröffnung sich unglaublich unspektakulär präsentiert. Also das Treiben hier und dann, also ich meine, klar, wir können dann sehen, die Dynamik über die 36 kam dann, aber nichtsdestotrotz war das einfach mal in der ersten halben Handelsstunde war das hier echt ein zähes Geplänkel, was wir da zu sehen bekommen haben. Die 35, das war ein Level, das hatte ich zum Thema gemacht, die konnte gehalten werden. Der ein oder andere findet vielleicht gegen diesen Bereich mit kleinem Risiko hier, findet da vielleicht einen Trade. Aber auch da habe ich mich eher zurückgehalten, weil das einfach nicht wirklich meinem Trading einfach entsprach, beziehungsweise hier in der Stelle einfach sich kein sauberes Setup schlichtweg ergeben hat. Mit Sicherheit erwähnenswert ist hier, ich gucke mal ganz kurz, wir machen das mal ein bisschen größer. Mit Sicherheit erwähnenswert ist jetzt hier in dieser Konstellation, also dieses Upgrade von Goldman, das wirkt nach. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist eine Tier 1 Investmentbank. Also das ist ein Powerhouse und die haben natürlich entsprechend, naja, eine Macht, klar. Aber worauf ich hinaus will, ist vor allem, das ist eine Richtung, die vorgegeben wird von Goldman für andere Portfoliomanager auch. Also das heißt, gestern eventuell hat das noch nicht so wirklich irgendwie hier ein Feedback erhalten, aber denkbar wäre, könnte sein, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Analyst bei Portfolio-Management-Firma, Wealth-Management, Asset-Management, Hedge-Fund, wie auch immer, eben bei seinem Trader oder Portfolio-Manager vorstellig wird, sagt, pass auf, hier haben wir NIO, schau mal, Unsicherheiten in China im Hinblick eben auf die Regulierung dort und dergleichen, der Abgabedruck, der chinesische, besonders Tech-Bereich gesehen hat, von dem allerdings jetzt auch dann solche ADRs wie beispielsweise NIO betroffen waren, obwohl sie eigentlich in einem ganz anderen Segment, nämlich Electric Vehicles, also Elektromobilität, direkter Konkurrent aus China gegenüber Tesla zum Beispiel, eben hier sich gezeigt hat, der kommt hier so ein bisschen zum Erliegen. Upgrade jetzt von Goldman. Eventuell macht es Sinn, da das Portfolio in diese Richtung auszubauen oder beziehungsweise aufzubauen, Teil ins Portfolio zu nehmen. Das könnte dann entsprechend eben in den Folgetagen weitere Dynamik nach sich ziehen. Frage der Fragen wird da sein, ob es gelingt, eben hier die gestrigen Hochs um 36,50 rauszunehmen. Falls ja, dann muss ich sagen, sehe ich realistisch Potenzial in den kommenden Handelswochen zurück in Richtung der 40er Gefilde sogar, also mindestens. Also kurzfristig Chance und Play definitiv dann denkbar. Müssen wir mal beobachten. Ja, schlichtweg einfach mal beobachten, wenn es gelingt, eben wie gesagt hier diesen Bereich 36 zu halten, beziehungsweise 36 ist eventuell so eine Art Inflection. Für den heutigen Handelstag, dann könnte das ganz interessant eben tatsächlich werden. NIO ist deswegen erwähnenswert, weil die Aktie einfach tradingtechnisch sehr attraktiv ist. Sehr enge Spreads, sehr liquide. Du kommst mit verhältnismäßig kleinem Risiko um die 20, 30 Cent tatsächlich gut in Trades rein und respektiert auch sehr, sehr sauber runde Level beispielsweise. Also das ist durchaus ein Einzeltitel, den man sich näher betrachten kann. Und das gilt ganz besonders für diejenigen, welchen den einfach vergleichsweise hier eine Tesla einfach zu, in Anführungsstrichen, spready ist, also zu Spreads oder zu schwer, Querstrich, einfach zu breite Spreads an dieser Stelle hat. Tesla gestern übrigens nochmal eine Attacke auf die 800 gestartet. Ist gescheitert dann. Das waren dann die Vorgaben seitens der US-Märkte, dieses Überrollen, was wir dort in den Abend hinein gesehen haben. Aber auch hier haben wir ein klares Key-Level, 820. Also die Aktie hält sich unglaublich gut. Auch natürlich folgerichtig auf die sehr, sehr starken Delivery Numbers, die letzte Woche Samstag veröffentlicht worden sind, ist weiter klar von der Long-Seite zu favorisieren. Wir sind natürlich nach oben jetzt verhältnismäßig weit überdehnt. Wir laufen weiter relativ positiv oder sehr optimistisch in die Earnings hinein. Von denen darf erwartet werden, dass sie überzeugen, trotz Semiconductor Shortage und also Halbleiter, Lieferengpässe und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, ist das Chance-Risiko-Verhältnis von der Long-Seite, jedenfalls für kurzfristig orientierte Trader, zunehmend unattraktiv. Wäre durchaus ein ernstzunehmendes Szenario, dass wir am 20.10., also das heißt, jetzt gucke ich mal kurz rechnen. Übernächste Woche Mittwoch ist es dann. Genau, übernächste Woche Mittwoch am 20. nachbörslich, also besonders dann am Donnerstag, am 21., dass dann eventuell auf starke Earnings, die da veröffentlicht werden, entsprechend erstmal ein Pull-in stattfindet.
Region 750, vielleicht ein Stück weit tiefer, 730, könnte eventuell ganz interessant werden. Das wäre dann in dem Zusammenhang auch die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Also solch ein Flash-Szenario würde ich gerne zu sehen bekommen, auch mit übergeordneter Marktschwäche vielleicht, die dann eben dazu beiträgt, dass wir diesen Bereich anlaufen. Und sobald wir uns gegen diese Region halten können, wäre das eventuell dann der Weg oder der letzte Einstieg, die letzte Einstiegsmöglichkeit, in Anführungsstrichen, so möchte ich es mal sagen, CAV-technisch auch super attraktiv dann, wo wir sagen, und jetzt off the races in den sehr, sehr positiven Jahresschluss hinein, Vorbereitung eben auf diesen Breakout auf neue Allzeithochs dann im ersten Quartal 2022. Also das im Hinblick eben auf Tesla. Wie gesagt, überleiten von NIO aus trading-technischer Perspektive, Tesla aus vielleicht auch längerfristiger Perspektive interessant, auch durch die Gegebenheiten einfach, dass NIO durch eben die Unsicherheit seitens der chinesischen Regierung und dergleichen eben längerfristig so ein bisschen, naja, also sagen wir mal längerfristig etwas volatiler sich vielleicht darstellen könnte. Man weiß in Anführungsstrichen sehr plump gesprochen nicht, in welche Richtung schlägt jetzt hier das regulatorische Pendel in China aus, auch wenn es sehr überraschend käme, wenn man eben, das kann man durchaus ja ausmachen, mit NIO hier versucht eigentlich einen direkten Konkurrenten von Tesla aufzubauen im chinesischen Raum, dass dann eben hier man nicht entsprechend unterstützend, sondern eher restriktiver eben agiert. Das käme überraschend, aber nichtsdestotrotz weiß man nicht, in welche Richtung da eventuell das Pendel diesbezüglich ausschlägt. Das also zu Tesla. Ja, blicken wir mal auf Silber einmal kurz. Nicht, dass es hier groß spektakulär wäre. Sehr, sehr choppige Action. Gestern, beziehungsweise das war dann hier über Nacht, gestern hat der ein oder andere es ja gesehen. Ich hatte mit dem Andreas Bernstein zusammen, hatten wir was zur US-Marktvorbereitung gemacht. Als wir dann dem Ende uns näherten, rollten wir hier gegen diese Widerstandsregion, diese signifikante Widerstandsregion auf der Oberseite, die wir auch gestern im Morning-Meeting zum Thema gemacht hatten. Hier, ich zeichne da mal ganz kurz so ein Rechteck ein. Kann man das ein bisschen besser erkennen. Also es ist recht deutlich erkennbar, denke ich. Also das ist der Schlüsselwiderstandsbereich. 2270 bis 2280 ungefähr. Sobald wir diese Region rausnehmen, würde ich sagen, ist das ein klar bullischer Break, der auch hier, der ein oder andere wird eventuell sagen, naja, könnte man auch technisch anders interpretieren. Ne? Wir haben eine Abwärtsstruktur. Wir sehen in dem Fall eben hier diesen Flushout, sehr scharfe Gegenbewegung, jetzt Konsolidierung. Wenn das hier eine linke Schulter ist, dann ist das hier eventuell eine rechte Schulter. Hier haben wir den Kopf, das ist eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. So komme ich dann auch auf das projizierte Kursziel um 24, sollte es nämlich einen Break geben über diese Nackenlinie dann entsprechend. Also auch so könnte man es interpretieren. Ich würde es jetzt nicht inverse Schulterkopf-Schulter nennen, aber jeder nach seiner Fasson. Unterm Strich, wie sagt man so schön, viele Wege nach oben. Also das ist das Key-Level auf der Oberseite. Wir rollten, wie gesagt, gestern gegen diesen Bereich erstmal über, haben dann aber auch recht zügig eben diese Abschläge wieder aufgeholt. Driften jetzt tiefer, aber ich fand diese Reaktion unglaublich stark, die wir hier gesehen haben. Der Hauptgrund für diesen Flush auf der Unterseite hier und dann auch der Bounce, der resultierte, dieser Hauptgrund für diesen Druck, beziehungsweise auch jetzt diese weiter anhaltende oder diese mangelnde Dynamik für einen Break höher, resultiert hauptsächlich meiner Einschätzung nach von Seiten des Zinsmarktes. Ich gehe noch mal ganz kurz hier auf meinen Zinschart, 10-jährige. Also man kann das im Grunde genommen zeitlich, kann man das im Grunde genommen abstecken. Guck mal hier, da haben wir diese Bodenbildung, da kommt die Attacke, also auf die 2280, dann kommt eben hier dieser kurze Pop oder ja, Flush, in Anführungsstrichen, also ich will nicht überbewerten, 3 Basispunkte, das ist nicht viel, aber nichtsdestotrotz. Und dann sehen wir eben anziehende US-Zinsen in den Nachmittag hinein. Und genau in dieser Bewegung hier, also in diesem initialen Lauf, diesen kurzen Pop auf der Oberseite, beziehungsweise nicht, war ja nicht nur ein kurzer Pop, sondern einfach dieses deutliche Anziehen wieder der Zinsen, da kann man eben feststellen, dass das 1:1 korrespondiert mit diesem Abgabedruck. Also wenn man sich den Zeitstempel anschaut. Und dann haben sich die Zinsen, 10-jähriger Natur, hier auf hohem Niveau stabilisiert, aber wir haben eine sehr scharfe Gegenbewegung in Silber gesehen. Und das gleiche gilt auch in diesem Zusammenhang beispielsweise für Gold. Also es ist ein sehr, sehr ähnliches Szenario. Genau die gleiche Bewegung eben hier an dieser Stelle. Pop. Auch hier driften wir jetzt wieder so ein bisschen abwärts durch die anziehenden US-Zinsen meiner Einschätzung nach, hauptsächlich begünstigt. Aber die Performance ist relativ stark. Also wir notieren, das muss man sich immer mal vor Augen führen, wir haben gestern innerhalb dieser Bewegung im Falle von Gold bei 7,52, im Falle von Silber bei 22,40 ungefähr gehandelt. Hier im Tief. Handeln jetzt nur knapp höher, aber wir handeln substanziell höher
im Hinblick auf die 10-jährigen Zinsen, also mehr als 5 Basispunkte höher. Und das ist eine extrem starke Performance oder relativ starke Performance, die jetzt eigentlich nur einen kleinen Trigger benötigt. Und da kommen eben die Non-Farm-Payrolls heute Nachmittag ins Spiel. Sobald die NFPs heute Nachmittag entsprechend schwach sich präsentieren oder schwach interpretiert werden, wir erinnern uns dran, selbst auf verhältnismäßig solide ADP-Zahlen hatte Silber ja verhältnismäßig stark reagiert gehabt am Mittwoch. Da kam es ja hier zu diesem kurzen Pop. Also ich will es auch nicht überbewerten, ne? Sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, aber nichtsdestotrotz, es gab einen verhältnismäßig starken Lauf eigentlich gegen diese Einstiegsregion, als wir das am Mittwoch zum Thema gemacht hatten hier. Und also Fakt ist, sollten jetzt die NFPs enttäuschen, besteht hier eine realistische Chance, dass wir, wie gesagt, dann genau diese Attacke und auch diesen Break über dieses Niveau zu sehen bekämen. Rein technisch gesprochen würde auch ein Wochenschlussoberhalb von 22,80 hier an der Stelle ein sehr positives Signal eben liefern. Und dann, wie gesagt, in der Folgewoche realistisch den Weg in Richtung 24 eben tatsächlich ebnen. Positiv bullish bleibe ich, solange wir oberhalb von 22, das ist so meine Inflection auf der Unterseite, auch mein Stop, den ich immer noch da in diesem Bereich habe, eben sehe. Ein erstes negativeres Signal in Anführungsstrichen wäre, sobald wir die Tiefs, die wir hier am Mittwoch ausgebildet haben, um 22,20 ist es ungefähr hier so, unterschreiten würden. Also dann hätten wir zwar immer noch roundabout 20, 25 Cent, bis die 22 gebreached würde, in Anführungsstrichen, also gebrochen würde, aber es ist dennoch, oder es wäre bereits initial ein klares Signal, dass wir offensichtlich noch nicht bereit sind, hier den Break höher eben auf den Weg zu bringen. Also wir haben klare Level weiter, gegen die wir hier riskieren. Und ja, wie gesagt, die Hoffnung an der Stelle ist jetzt ganz klar in die Richtung, dass eben die NFPs genau diesen Tipping Point liefern, der dann eben den Schub und Break über und Schluss, auch Wochenschluss oberhalb von 22,80 auf den Weg bringen. Schauen wir einfach mal die folgenden Stunden. Die werden uns da weiteres eben dann in der Information sicherlich liefern. So, die Wiesen weiter unspektakulär. Da gibt es nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Wir sind im Euro-US-Dollar. So, wir sind im Euro-US-Dollar. Weiterhin short. Sehen jetzt hier eine potenzielle Bodenbildung. Widerstandsbereich, gegen den wir jetzt laufen, das ist ungefähr die Region 1560, 1570, Pi mal Daumen. Sollten wir diese Trendlinie, die nehme ich mal hier raus, sollten wir diese Trendlinie jetzt hier brechen, dann wäre das eventuell die Möglichkeit, mal eine etwas schärfere Gegenbewegung eben zu erwarten. Grundsätzlich gilt es aber, unabhängig davon, wie sich jetzt die NFPs präsentieren. Also solch ein Break wäre denkbar durch durch schwache NFPs, die einen Pop oder beziehungsweise Flush in Zinsen tiefer und somit Schwäche im US-Dollar begünstigen. Dann wäre denkbar, dass wir eben diese Trendlinie brechen. Schluss oberhalb, also Bereich 1580, vielleicht Optimisten werden vielleicht sogar sagen, Schlussoberhalb von 1,16 wäre so ein erstes positives Signal, was hier zeigen könnte, dass der kurzfristig bärische Modus eben erstmal ad acta gelegt würde. Ich muss allerdings gestehen, eine klare, deutliche Rückeroberung der 1,16 sehe ich eigentlich im aktuellen Umfeld eher nicht. Also da muss ich gestehen, da bin ich nicht optimistisch genug für solch eine Konstellation. Ja, alles in allem, man kann es ja schon hier erkennen, auch ein unglaublich choppiges Treiben, einfach wirklich unattraktiv, deswegen einfach nur der reinen Vollständigkeit halber für die etwas längerfristig Agierenden, eben in dem Fall mit Ausblick auf die Non-Farm Payrolls, Bruch eben dieser Trendlinie, Rückeroberung der 1,16 bei viel Optimismus eventuell, wenn die NFPs ganz schwach ausfallen, hätte ich jetzt nicht unbedingt was dagegen, auch wenn ich es als unwahrscheinlich erachte, denn folgerichtig wäre es natürlich so, wenn du den US-Dollar derart unter Druck kommen siehst, dann kannst du erwarten, dass negativ zu US-Dollar korrelierte Assets recht gut laufen, besonders eben Gold und vielleicht sogar extra stark eben dann Silber an der Stelle, was natürlich jetzt durchaus in meine Karten spielen würde. Aber wie gesagt, da warten wir einfach, in welche Richtung da entsprechend dann die NFPs veröffentlicht werden. Wir blicken nochmal kurz final einmal hier auf Bitcoin. So, da kann man mal wieder erkennen, wie unglaublich stark technische Analyse hier in diesem Krypto-Segment offensichtlich funktioniert. Einer Hauptgrund würde ich jetzt mal sagen dafür, dass technische Analyse bei Kryptos besonders gut funktioniert, ist eben, weil es ein Markt ist, der
primär eben ja, auch Privatanlegern angesteuert wird natürlich und dadurch viele technische Konstellationen einfach zu self-fulfilling prophecies werden. In dem Fall, was meine ich damit? Wir hatten diese Trendlinie, man kann es ja erkennen, die hatten wir gestern schon eingezeichnet gehabt. Ich hatte gesagt, gegen diese Trendlinie, das ist so die Region 53,50, untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Long attraktiv wäre. Ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt eventuell diesen Bereich wirklich aus der Long-Perspektive in Betracht gezogen hat. Eben auch deswegen, weil wir mit einem unglaublich kleinen, aber ganz klar kalkulierbaren Risiko reinkommen. Also Stop, den hast du hier im Bereich 53,75, 53,6 eigentlich. Also weniger eigentlich unter den Spikes. Du kannst den Stop eigentlich hier schon in diesem Bereich setzen, weil der einfach diverse oder häufiger angelaufen wurde und dadurch einfach eine volumentechnisch höhere Signifikanz besitzt. Und dann hast du an dieser Stelle eben mit einem Entry, wenn du um die, sagen wir mal, 53,55, rund gesprochen, dich eben long positionierst gegen die roundabout 54 in diesem Bereich, 53,59, hast du ein Risiko ungehebelt von roundabout $400 und siehst jetzt schon innerhalb kürzester Zeit, also das ist ein Zeitfenster hier von ein paar Minuten eigentlich, also naja, 2 Stunden vielleicht, aber also das heißt, wer sich gegen diesen Bereich long positioniert mit einem Stop unterhalb dieser Niveaus, der sieht ja jetzt schon den Markt entsprechend eben hier in der Spitze bis auf fast 56.000 anziehen, $1.500, ein CRV von 3:1. Also durchaus, auch ausgehend von der Volatilität, ein hochattraktives Asset-Trading-Vehikel. So möchte ich es mal formulieren an der Stelle. Bonus bleibt weiterhin ganz klar bullish. Ich hatte ja schon gesagt, alles, was sich hier oberhalb von rund 52.000 500, rund gesprochen, 52.700, 52.800 eben konsolidieren, das ist bei Regionen um die September-Hochs präsentiert, ist bullisch zu sehen und ebnet eigentlich den Weg in Richtung früher oder später der 60.000er-Region. Und das könnte sein, dass das jetzt hier der Wegbereiter ist. Im ersten Follow-Through ist das jetzt nicht geglückt, diese Region zu brechen, also die Region um die gestrigen Tageshochs hier zu brechen. Jetzt gucken wir mal, ob wir diese Region um 55, 200, also den Bereich, wo wir jetzt reinlaufen, eben halten können. Falls nicht, kommt vielleicht ein kleinerer Dip bis 54,7, 54,8 ungefähr. Wir haben aber immer noch eben mit Ziel 60.000 auf der Oberseite, wenn wir gegen die 53,500 hier riskieren, haben wir immer noch ein verhältnismäßig attraktives CRV eben tatsächlich auf der Oberseite. Ja, also das zu Bitcoin an der Stelle. Wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie sich das auch hier in den Folgestunden dann entsprechend präsentiert. Klare Level, gegen die wir riskieren, klare Level, gegen die wir uns positionieren können. Und dann schauen wir einfach mal. So, ja, nunmehr wäre es das meinerseits tatsächlich größtenteils soweit gewesen. Dann hoffe ich an der Stelle, dass ihr habt für euer Trading etwas mitnehmen können, dass ihr gut vorbereitet in die heute um 14.30 Uhr anstehenden Non-Farm-Payrolls eben startet. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und tauscht euch gerne mit mir, aber auch mit vielen anderen Trading-Begeisterten eben in den entsprechenden Communities aus, sei es über Discord, sei es über das Forum, bei mir auf der Webseite, sei es bei Twitter beispielsweise. Also da gibt es viele Möglichkeiten eben zusammenzufinden. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen, wie gesagt, nicht nur erfolgreichen Wochenschluss und viel Erfolg beim Handel der Non-Farm-Payrolls, sondern ich wünsche euch auch vor allem ein schönes Wochenende. Erholt euch gut und wir hören uns wieder am Montag 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Also, happy trading, passt auf eure Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.